draußen beobachtet. Ach so, ich dachte ja. Wenn man hier sitzt und ein bisschen ruhig sich verhält, okay, dann sieht man die hier überall kriechen. Tatsächlich 1919 gebaut. Wow. Also fertiggestellt, besser gesagt. Und war ich nicht gar nicht so lange in Betrieb, weil man sieht schon, das ist schon recht steil hier. Die konnten damals so 140 fahren. Und dann sind die Autos aber schneller geworden. Dadurch ist es dann halt, naja, hat es dann keiner mehr gebraucht. Das ist jetzt tatsächlich Trinkwasserschutzgebiet. Hier wird, glaube ich, Trinkwasser gefördert. Inmitten diesen. Oh, also es ist hier so oval, ne? Und das ist jetzt halt noch irgendwie übrig gelassen, dass man mal was gucken kann. Gut, ich weiß auch gar nicht, ob das hier die volle Breite ist oder ob die da auch schon hier auch schon Sachen abgebaut haben. Aber das ist schon ganz schön steil, so wenn man dort sitzt. Ne? Ja, 1919 gebaut, dann konnte man irgendwann nichts mehr damit anfangen, weil die Fahrzeuge zu schnell wurden. Ja, das ist halt auch aus einer Zeit, als Opel tatsächlich noch eine deutsche Firma war. Die haben ja auch Raketenwagen erprobt, oder wie auch immer. Da habe ich noch gelesen, das war hier Armeestützpunkt, also der amerikanischen. Da haben sie das dann hier bis 1949 noch mal ein bisschen benutzt. Jetzt hält der Stuhl. Ja, das ist halt hier 30. Oktober, gell? Das ist einfach viel zu warm. Und hier war ringsrum nichts früher. Jetzt, ja gut, die Bäume, die sehen auch gar nicht so alt aus, ich sag immer. Weil es müsste das doch hier ein übelster Urwald sein. Wenn es hier schon 70 Jahre leer steht. Ach, da haben sie tatsächlich auch so ein paar Bäume geerntet. Ja, es ist auch leicht feucht, aber gut, kann auch. Ach, ja, in Nähe Frankfurt, im Harz. Das nervt. Sind hier auch Wildschweine oder was? Oder wer buddelt hier so rum? Ja, ich kann mir irgendwie fast nicht vorstellen, die Trinkwasserförderung. Das muss doch durch die ganzen Fahrzeugbetriebe so dermaßen verseucht sein, der Boden. Die Raketen irgendwie gezündet haben und so. Ja. Weiß nicht, also hier sind tatsächlich viele Bäume geerntet worden. Vielleicht haben die zu viel Wasser verbraucht oder so, ich weiß ja nicht. Man denen das nicht gegönnt oder wie. Ja, so dieses Oval, so sieht es halt ungefähr aus. Ich weiß, man sieht es jetzt schlecht. Ich sehe, dass ich gerade reinlaufe. Ja, das mache ich natürlich nicht, da laufe ich jetzt wieder zurück. Ja, und das da hier muss dann so diese Querschneise sein, die man so sieht. Oh, wow, wow. Ja, hier dieser Betonring, der scheint aber tatsächlich noch bis ringsrum zu gehen. Aber das ist mir jetzt zu weit. Also ich glaube, der Umfang ist 1,5 Kilometer. Ja, hier kann man dann noch ein bisschen was zur Geschichte lesen. Ich versuche es mal irgendwie so drauf zu kriegen, ja, dass man ja was erkennen kann. Ich kann ja das Video stoppen. Wenn ich rüber gehe, das schneide ich ein bisschen raus. Gebe mir halt, sag ich mal so, nicht so die Mühe. Ansonsten gibt es sicherlich auch Wikipedia-Einträge oder so, ja, wo man das dann schöner lesen kann, als ich das hier so zeige. Aber hier dieses Start-Ziel-Ding ist wahrscheinlich das, wo ich jetzt gerade drauf stehe, was auch abgerissen wurde irgendwann. Das steht hier irgendwo. Ich hab's jetzt aus dem Kopf nicht mehr. Ja, das steht hier halt auch irgendwo. Einer der Tafeln, das habe ich jetzt aber nicht mehr im Kopf. Vielleicht findet jemand einen Fehler, den ich so erzählt habe. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Jetzt war mal halt auch mal auf einer Rennstrecke, ne? Das geht da jemand mit seinem Pferd, Gassi. Ja, hier haben wir auch wieder so ein ominöses Grundstück. Das steht hinten im Aldi. Das Gebäude ist nicht der Aldi. Der ehemalige. Aldi macht das ja so, die renovieren nicht, die bauen neue Gebäude einfach. Und ja, da bin ich mal gespannt, was man hier noch sieht. Was ist denn hier? Öltank. Schmierereien. Oh, das sind welche aus der Zukunft gewesen. Mhm. Geil. 2023. Zeitreisen. Oder die können nicht bis 3 zählen. Anhand der Rechtschreibfehler glaube ich eher letzteres. Ja. So, was ist hier noch? Druckspeicher. Hier ist dann halt auch noch irgendwie eine Werkstatt oder so drin. Ich weiß nicht. Da sind wir uns unsicher, ob das noch in Betrieb ist. Und es sind auch Funkmasten drauf. Das gefällt mir immer nicht so. Und im Haus sieht es dann auch ähnlich trist aus. Eine Küche. Ich wollte schon sagen, ohne Fenster, aber da ist ja eins. Nur das ist halt verrammelt. Das ist halt auch mega eng.
überall Glas. Oh, okay, der hat zwei Richtungen. Dann muss ich rüber, wo es hier hingeht. Wenn nichts. Weinlager. Okay. Mit Fenster. Hier war wohl mal der Hauswasserbeschluss und hier ist aber noch eine Tür. Ah, nichts. Oder ging es hier mal runter und es ist wieder betoniert worden? Oh, das fühlt mich natürlich dieser Teppich. Vor allem habe ich ein Weitwinkelobjektiv und benutze das nicht. Also ob ich das extra für diese schmalen Dinger gekauft habe, für diese schmalen Buden. Gut. Ja, ist noch so ein ominöses Räumchen. Oh, es geht. Es ging mal hoch. Ne, es geht hoch. Da ist eine Tür. Hier hinter der Tür kommt dann noch das da. Ich weiß nicht, man kann hier nicht viel erkennen. Ich kann auch die Kamera nicht anständig halten. Und auf der anderen Seite sieht es dann so aus. Aber warum das hier so dämlich verschandelt ist, weiß ich nicht. Hier ist auch noch der Teppich. Also irgendwie ist das kurios. Den Baustil hier so, das ist er hier. Durch die Tür kommt man gar nicht. Oh, dann muss man hier runterhüpfen. Und ja, keine Ahnung. Ach, da hier geht es auch noch irgendwo hin. Da geht es wieder runter. Ne? Oh, das ist eine Bude. So, das ist sehr komisch alles. Oh, das Bad? Ne, das ist auch schon älter. Ja, wir werden jetzt hier auf dem Grundstück noch ein bisschen bewegen und hoffen, dass wir noch irgendwo reinkommen. Sonst wird es hier wirklich ein bisschen witzlos. Ja, jedenfalls ist hier diese große Fläche sinnvoll genutzt worden. Und hier ist dann nochmal so ein Durchgang, der interessiert mich jetzt, dass er irgendwo reinkommt. Ach, da ist so ein Zaun. Diesen Gelände, was ich erwähnt hatte, wo der Werkstatt ist, die gibt es noch. Beziehungsweise da ist ein Unternehmen drauf. Und habt ihr was entdeckt, Nege? Nein. Der Tennis hatte die Zugriff. Wir gucken nochmal, ob man an der anderen Seite reinkommt. Mhm. Da soll es gute Nudeln geben, ausgemachte Nudeln. Ach, Fun Fact, hier ist auch ein Netto. Gut, dann danke fürs Zusehen. So, hier haben wir dann das nächste Irrenhaus und es riecht so angekurbelt oder verschimmelt. Das ist ein bisschen fraglich. Ach, hier sind wir in den nächsten Urbexer wieder. ja, das ist auf jeden Fall übelstes Scheißhaus hier schon. Das ist ein Großstadt-Displays. Oh, eine Küche mit Durchreiche, cool. Okay. Das Dach ist auch im Arsch. Und alles verschimmelt, also lange kann man sich hier nicht aufhalten. Ja, wie man sieht, hier waren die Gurgelfritzen am Werk. Das ist ja auch nicht so mein Ding. Ja, hier. Das ist immer nicht so mein Ding, ganz ehrlich. Hier ist das ausgebrannte Zimmer. Und hier alles voller Ruß. Tja. Und hier, achso, das ist nur geschmolzen. Ein bisschen, was war das? Eine Hose. Ja, okay, hier ist die Garageneinfahrt. Und hier ist jemand reingegangen durch zwei Türen und hat vergessen, die Türen vorher aufzumachen. Die sah wahrscheinlich auch noch so aus hier. Der Keller noch was hergibt, ich glaube es aber nicht mehr. Trotzdem ein kleines Kühlbrett, sehr zuversichtlich. Hier steht ein Grill, oh, der Keller ist aber schön groß. Ja, hier an dem Design, die Rohre und alles, sieht man, dass das Haus tatsächlich wohl schon älter ist, hier vor allem bei dieser Tür. Das ist schon lange nicht mehr so. Ja, hier ist der Öltank. Ja, Ölheizung und Tank. Der ist immer hier so schön eingemauert. Und Hobbykeller oder was? Ja. Mit den ausgelegten Buden hier. Naja, gut, das war's jetzt. Das gefällt mir alles nicht. Ich gehe jetzt wieder raus.
Abbruch arbeiten. Alles klar. Ja, danke fürs Zusehen. Ja, hier kommen wir gar nicht erst rein. Drüben steht noch eins, da kommt man gar nicht aufs. Na doch, da muss man irgendwie durchs Gebüsch, da ist ein ringsrum bewachsen und ein Parkplatz. Also, das sind irgendwie langsam alles Gründe, mit dem Erwachsenen aufzuhören. Wir versuchen unser Glück jetzt doch mal hier. Au! Jetzt hat mir ein Ast gegen die Wade geschnippt, aber. Achso, man kann ja hier aufrecht gehen. Aber ein bisschen offen ist es auf jeden Fall. Sehr schön. Vielleicht haben wir ja Glück und man kann sich was angucken. Hier Drogen oder was? Ja, das kann sein, dass das. Ist egal. Ja, irgendwie so hat er das vielleicht gemeint. Die haben da so ihre Möglichkeiten. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Licht. Dass man da was sieht. Das ist ja einfach nur alles voller Müll. Ja, na, das ist halt wie bei so einer Drogenbude. Ja. Der Fahrer arbeitet gerade an seinem Video. Drei Gründe mit dem Erwachsenen aufzuhören. Ja. Ich glaube, nee, jetzt sind es vier schon. Achso, du schneidest der andere. Ich schneide das, ja, das wird jetzt alles zusammen. Weil das hat ja keinen Sinn. Hätte ich mir da mal einen Weitwinkel nehmen können. Achso, aber es scheint kein Wert zu sein, aber es kam jetzt einer. Also, das sind die Elite-Lastplate, Leute. Also wirklich, hier kommt mal die Tür zu. Dass man hier in Ruhe hier zur Tür rausgehen kann, okay. Na doch, sonst quatscht er in meine Aufnahme rein. Ich dachte, du bleibst unten und guckst rum. Das sag ich. Dann moderierst du einfach für mich mit. Ja, oder so. Machen wir so. Ich muss mich erstmal fortbewegen, dass ich hier was erzählen kann. Ich weiß jetzt, ich habe vergessen, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Ja, hier ist ein Bett von jemandem. Das hat er wahrscheinlich gemeint. Na gut, Privatsphäre. Hauptsache das Bier. Ja, es sind vier Gründe, mit dem Erwachsenen aufzuhören. Jetzt. Ja, nee, das habe ich ja schon gesagt. Gut. Das ist ein Scheiß. Ach, hier riecht es auch nicht gut. Das ganze Haus zusammenkrachen. Ja. Achso, genau, ich hatte, glaube ich, erzählt, erstes Mal, ich hätte meine Weitwinkelkamera mitnehmen können. Kamera, Objektiv. Und zweitens, kam uns jetzt einer entgegen. Die Dielen, wahrscheinlich. Weiß nicht, ist hier jemand? Wohnt hier jemand? Keiner da. Wohnt hier jemand? Also Pfand, wenn sie den abgeben, kriegt man doch schon ein bisschen neues Bier. Hallihallo, hallöle. So. Nach neuesten Erkenntnissen bin ich der Meinung, wir sollten das Haus verlassen. Aber du kannst ruhig auch mal hochgucken, es ist niemand da. Ja, das sind so die Überreste des Pisszimmers. Ach du Scheiße, das ist ja komplett schwarz. Gut, das sind. Also raus hier aus dem Scheißhaus.